Lieben, willkommen zum Frisurenfreitag. In der heutigen Ausgabe werde ich euch einen eleganten Dutt-Chignon zeigen. Eine neue Methode, die ich gefunden habe, die mir unglaublich gut gefallen habe. Aber bevor es zu dem heutigen Tutorial geht, möchte ich euch noch auf ein Video aufmerksam machen. Auf dem Garnier-Channel wird es von mir eine aktuelle Haarroutine mit den neuen Ware-Schätzen-Produkten geben. Falls ihr also Lust habt zu wissen, wie meine aktuelle Routine aussieht, was für Produkte ich benutze und was für Schritte ich mache, schaut ihr auf jeden Fall bei Garnier vorbei. Ich werde euch den Link und die Produkte auf jeden Fall in die Infobox setzen und nun fangen wir an mit meinem Tutorial. Das ist eine Frisur, die man auf jeden Fall mit dieser Haarlänge, wie ich sie habe, machen könnte. Ich möchte sie aber so ein bisschen pompöser und eleganter haben. Deswegen verwende ich, wie auch in meinem letzten Frisurenvideo, wieder meine Extensions. Ich lange hier einmal kurz hin. Diese sind von Irresistible Me. Ich werde euch den Link nochmal in die Infobox setzen. Falls ihr Interesse an Extensions habt, wie gesagt, ich verwende diese schon seit Jahren und bin sehr zufrieden. Habe sie schon gewaschen und mit Hitze bearbeitet und ja, mag sie gern. Aber falls ihr schon lange Haare habt oder ebenfalls Extensions habt, dann, falls ihr noch nie gesehen habt, wie ich meine Extensions mache, ich unterteile einfach meinen Hinterkopf, fange ganz unten an, setze zuerst einen Zweierclip rein und kurz drüber dann den Dreierclip. Der nächste Schritt, den ich jetzt machen werde, ist, meinen Hinterkopf und meine Seiten zu toupieren. Dadurch, dass es ein relativ schlichter Zopf ist, kann man da ruhig nochmal ein bisschen mehr Volumen schaffen. Bei so verspielteren Frisuren und Flechtungen kann man damit eher Volumen schaffen, dass man die Flechtung auflockert. Aber wenn es ein einfacher Dutt ist, beziehungsweise ein einfacher Pferdeschwanz, finde ich das immer wichtig, da schon ein bisschen, ja, an den Seiten und am Hinterkopf ein bisschen mehr Volumen zu haben. Wenn ich das gemacht habe, dann mache ich mir einen Pferdeschwanz. Ich mache diese Frisur mit einem Mittelscheitel, weil ich es eleganter finde. Ihr könnt es natürlich auch mit einem Seitenscheitel machen. Your choice. Und weil wir so natürlich niemals aus dem Haus gehen würden, holen wir die Bad Boys so ein bisschen raus, ne? Hierbei lautet das Motto eindeutig, mehr ist mehr. Im nächsten Schritt nehme ich mir jetzt noch ein zweites Haargummi und werde es nochmal um mein erstes Haargummi schlingen. Mit dem Unterschied, dass ich bei dem letzten Mal, wenn ich meinen Zopf durchziehen würde, einfach so einen Loop mache, beziehungsweise so einen Dutt schon mal andeute. Theoretisch hätte man das mit dem ersten Haargummi machen können, aber ich mag es lieber, das erste erstmal normal zu machen und dann einfach einzelne Strähnen nochmal rauszuziehen und da so ein bisschen am Volumen zu justieren. Aber wer das eh nicht macht, der kann das natürlich auch schon mit dem ersten Haargummi machen. In dem nächsten Schritt nehme ich also die Haare, die unten jetzt raushängen, und lege sie einmal um das Zopfgummi herum. Achte dabei, dass ich die Strähne relativ locker lasse, damit es nicht eng anliegt an dem Haargummi, sondern wie einen zweiten Loop bildet. Hierfür könnt ihr, wenn ihr wollt, das übrig gelassene Haar vorher auch ein bisschen antupieren, damit es nicht so seidig und dünn ist, sondern einfach mehr Griffigkeit hat und von allein schon so ein bisschen dicker wirkt. So, jetzt kann man natürlich, wenn man möchte, hier vorne noch die von mir persönlich sehr geliebten Strähnen rausholen, damit das Ganze einfach ein bisschen lockerer ist. Hier ebenfalls. Und fertig ist diese wunderschöne 5-Minuten-Frisur. Ich finde sie klasse und sie kann entweder so locker getragen werden mit einer Sonnenbrille und einfach so cool, leger, oder natürlich auch festlich zu irgendwelchen besonderen Anlässen. Ich finde, beide Richtungen sind für diese Frisur sehr passend. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Klickt hier auf mein letztes Video, falls ihr dieses noch nicht gesehen habt. Und zwar gibt es dort 5 coole Tipps zu einer gesunden, schönen Bräune. Wir sehen uns dann alle am Sonntag zu meinem Weekly Vlog. Bis dahin wünsche ich euch wie immer ein wundervolles Wochenende und macht es gut. Tschüss.